Moin Leute, ne? Oder guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das hier anschaut. Und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren The Legend of Zelda Stream. Tears of the Kingdom. Ja, ich stehe hier schon so ein bisschen in der Landschaft und bin bereit, wieder ein paar Nebenaufgaben heute zu erfüllen. Ja, immer noch nicht mit Story weitermachen. Den Todesberg, den mache ich wahrscheinlich spätestens nächstes Mal. Dass wir da dann auch mal endlich da loslegen. Aber ihr kennt das bei mir ja schon. Mein Hauptziel ist eher mehr so die ganzen Schreine abzusammeln. Viel von der Nebenstory zu sehen. Weil die Hauptstory ja nicht so extrem viel vom Spiel ausmacht. Also klar, so 10, 15% macht es aus. Aber vom Gesamtspiel macht es halt nicht mal ein Drittel aus. Geschweige denn ein Viertel. Und ich habe mir eine Nebenquest schon markiert, nämlich Operation Hinox, hier einen Hinox in dem Wald zu vernichten. Und das können wir ja mal endlich machen, diese ganzen Operationen. Und besiegt. Fällt mir gerade so ein. Kann ich mir ja auch mal markieren. Da ist die nächste, okay. Habe ich die Dinger schon fotografiert? Ja. Du kommst mit. Habe ich einen ganz schlechten Bogen irgendwo, den ich wegwerfen kann? Der Königsbogen hat halt 38. Ach, guck mal, da ist auch jemand mal wieder, den ich mit seinem Schild helfen darf. Wann kriegst du das eigentlich mal hin? Sollte halten. Lass mal kurz los. Nicht ganz so wie geplant, aber hält. Das ist ja die Hauptsache, ne? Danke. Ein Schild weniger. So, die nächste Operation steht beim Spähposten an? Nee, ich muss das einfach nur abgeben, oder? Hallo? Ich habe eins erledigt. Den Hinox. Noch zu viel der Güte. So, welche Mission machen wir denn als nächstes direkt? Wir können ja das Knochenpferd als nächstes hier holen. Dafür muss ich so diesen Sanadin-Park. Jetzt muss ich erstmal dahin kraxeln.
Ach, da bist du ja schon wieder. Hätte nicht gedacht, dich so schnell wiederzusehen. Bewegt sich nicht. Gut. Danke für das Taschengeld. Ach, den nehme ich. Gratis heilen. Immer noch da hoch. Und hab's jetzt schwerer. Da steht so ein einsamer Baum. Ein ganz einsamer. Wo kann ich dich hinbringen, mein Freund? Das ist die falsche Richtung. Warte, bevor ich dich dahin trage, erst mal gucken, Brücke. Da, das dachte ich mir schon. An jeder Brücke ist ein Krog. Oh, hier ist auch ein neuer Brunnen. So, erstmal du zu deinem Kumpel. Gern geschehen. Das wird jetzt angenehm. Oh, es geht hier tatsächlich in den Abgrund. Leuchtrüstung. Ach, es war der Kopf, der mir doch fehlt, ne? Fixen verwendet, Riesenleuchtsamen ab nach unten mit dir. Ist hier nix? Ich bin jetzt für nix hier runtergesprungen. Ich sehe wenigstens so eine komische Knolle hier direkt in der Nähe. Die ich noch nicht habe, im Bestfall. Geiler Brunnen. Ich sehe da zumindest eine Ruine. Auch wenn ich da mit höchster Wahrscheinlichkeit schon war. Da ist was Schönes. Ist schon wieder so ein einsamer Baum. Diese einsamen Bäume sind so verdächtig. Das ist schon wieder ein Brunnen.
Als ob hier nichts ist. Glaube ich dir nicht, Spiel. Ist noch mal ein Bandschrein in der Nähe? Da ist eine Gegnerbasis. Oh. Wenn ich es bereue, in diesen Brunnen zu springen, man weiß es nicht. Mit dem Brunnentypen muss ich so oder so da rein. Oh, Notizen. Die Wüste, eine harsche Umgebung mit starken Temperaturschwankungen. Ein Ort des Todes? Keineswegs. In der Wüste blüht das Leben auf. Die Sprudel vor Energie, die der geneigte Reisende hier neu tanken kann. In der glühenden Hitze der Wüste ach sich meine erste Feuerfrucht. Ich fühlte mich gestärkt und konnte es danach gleich mit Monstern aufnehmen, denen ich vorher kaum gewachsen war. Allerdings macht mir dann die Hitze einen Strich durch die Rechnung und ich brach zusammen. Die Feuerfrucht stärkt also, bietet aber keinen Schutz vor der Hitze. Stärke oder Schutz vor dem Element, was gibt man da am besten auf? Chefkoch Ratam. Ja, danke für die Feuerfrüchte, ne? Ansonsten ist hier nichts. In dem Wald da vorne vermute ich mindestens 4 bis 5 Crocs. Aber zuerst zu dem einsamen Baum. Dann kann ich dann auch wieder dieses Gefährt, was ich gerade eben gebastelt habe, zusammenbauen. Ja, ich sehe es. Da ist auch eine Höhle. Da ist wahrscheinlich dann auch direkt der Stein drin. Ja, ich weiß, ich soll mal wieder einen Kristall darbringen. Das kenne ich ja schon zu Genüge. Und wie ich es vermutete, in der Höhle. Aber hey, ein Schrein ist ein Schrein. Ein Herz mehr. Ich habe das Gefühl, dass es wieder so ein Steinvieh im behält. Irgendein Steinvieh trägt das Ding mit sich rum. Definitiv. Nee, der Hinox trägt es mit sich rum. Ab geht's. Die Lenkung ist ein bisschen doof. Ah, passt schon. Muss ja nur kurzweilig halten. Ich liefer den Stein da auch erstmal nur ab. Weil wenn ich aus dem Schrein wieder rausgehen würde, wäre das mein Gefährt dann weg. Ich habe nicht nach links gelenkt. Danke. Aber noch gehe ich da nicht rein. Ich teleportiere mich hier gleich wieder hin. Ich will das Gefährt noch nutzen. Wohl.
Ich glaube, es geht schneller, wenn ich einfach den Sprung durch die Decke mache, wenn ich da zum Eingang gehe. Na, überredet. Erstmal der Schrein. Aurus Segen aus dem Usas Umschein. Da brauche ich nicht lange überlegen, was ich wegwerf. Wir hatten eine lange Zeit miteinander. Ein weiterer Schein noch und ich habe ein extra Herz. Bin direkt beim Baum oben. Oh. Ach, ich habe schon. Also wenn hier nichts ist, dann weiß ich ein Besen. Abgesehen vom Pilzparadies. So einsam wie der Baum hier stand, musste hier was sein. Hab dich. Ich hab einen Spatz fotografiert. Ja. Die Eichhörnchen gegen hat's gesehen, oh nein. Ey, wer macht hier einen Anschlag? Ich hab das gesehen. Ihr wart das also. Mein Schild ist gerade kaputt gegangen. Was fällt dir ein? Warum eigentlich nicht, ne? Stimmt, das war ja eigentlich mal ein Zweihänder. Sieht nur nicht mehr so aus. Danke für dein Silberzeug. Schade, meine Waffentasche ist leider schon voll. Sonst hätte ich dich mitgenommen. Sind zwar nur zwei Angriffspunkte mehr, aber jetzt ist mein Schwert auch ein Hammer. Das Master Schwert. Ich mach einfach mal für Höhle. Ich muss darüber, bevor es weg ist.
Die Dinger sind zu selten. Ich sehe auch direkt einen Krog neben mir. Nein, ist es genau jetzt verpufft. Ach komm. Wo ich gerade daneben bin. Kann ich wenigstens den Krog mitnehmen. Kackt. Hab ihn. Habe ich den Schein da schon? Ja. Hier soll ein Knochenpferd sein. Da ist ein Krog. Da, da in der Sinse. Ich muss eins hinbringen, ne? Nur um sicher zu gehen. Ein Foto reicht nicht. Er möchte es sehen, also ich muss es fangen. Ich möchte auch eins fotografieren. Na gut, kann ich ja machen, nachdem ich es abgesetzt habe, ne? Die würde ich dann sowieso behalten wollen. So, und jetzt damit dorthin. Okay, hier ist ein Elektromagier. Und ich wusste doch, dass der Baum hier irgendwas ist. Ah, du willst den goldenen Apfel? Hab ein Plus gemacht. Du hässliches Mistding. So ein ewig langer Weg. So, wer genau war's? Der da wahrscheinlich. Ich vorstelle ein Knochenpferd. Oh.
Ich werde es trotzdem behalten. Das ist sehr nett. Hui, das macht bestimmt Spaß. Ich glaube, ich weiß, was du von mir willst, und es nervt mich. Es nervt mich jetzt schon. Ich möchte das hier abgeben. Hier registrieren. Peace. Darf's hier bleiben. Der will höchstwahrscheinlich sehen, wie ich auf einem Hirsch angeritten komme. Gekauft. So von hinten am besten anschleichen. Das ist nämlich ein bisschen schwerer. Ich glaube, dass man auch nur auf dem männlichen reiten kann, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich weiß ja, ich beim vorherigen wegen einer Quest machen musste. Hab dich! Nee, es geht auch bei den weiblichen. Die sind nur leider ein bisschen eigenwillig teilweise. Gut, dass ich so schnell eins gefunden habe. Danke dafür. Sonst noch irgendwelche Wünsche? So, das laufen. Runden habe ich noch einige vor mir. Stimmt, diese Kranzruinen, die müsste ich auch mal hier durchforsten. Das eroberte Zelt könnten wir als nächstes machen. Und dann würde ich noch ein bisschen den Untergrund erforschen gehen. Dass wir ein paar mehr von diesen Leuchtdingern haben. So, da drin, ne? Du bleibst mal hier, Epona.
In der Höhle war ich auch generell noch nicht. Oh, ich sehe es. Wie könnt ihr nur? Dafür sollt ihr euch gegenseitig verkloppen. Muss ich das jetzt nicht mitnehmen? Fragezeichen. In der Höhle ist doch bestimmt noch mehr. Ja, da sehe ich doch schon die zerbrechliche Wand. Ein Moment. Dumme Idee. Naja, zumindest war hier noch mal Joi. Euer Zelt wurde zurückerobert. Jetzt erzählt mir, um was es geht. Naja. Was ist das? Ich will wissen, was es ist. Ein Pilzheiligtum? Das mache ich mir mal als Screenshot. Gab es nicht hinten eine heiße Quelle? Shutas Geheimquelle. Da wäre doch der Ursprung, oder nicht? Einmal hin? Oh, klack richtig. Das ist bestimmt ein Schrein. Ich habe mehr mit einer Sequenz gerechnet. Meins. Thank you.
Das geht auch. Ach, ich hätte den zwei Hände auch als Hammer nutzen können. Ich brauche sogar einen Hammer hier. Natürlich ist es wieder so ein Haufen. Komm oben. Weg ist offen. Offenbar suche ich heute noch das Pilzheiligtum. Untergrund dann wohl ein anderes Mal. Obwohl kann ich ja danach immer noch suchen. Nichts als Felsen. Ja, da sagst du was. Ach komm. Oh, da ist jemand, den ich gut kenne. Und meine Pfeile kennen ihn ebenfalls gut. Daraus kann ich einen Hammer machen. Da geht's doch weiter. Okay, ich habe mein Thumbnail gefunden. Eventuell. Warte mal, ich pack mich noch mal aus dem Bild. Ja. Ja, das gibt später ein schönes Thumbnail-Bild. Vor allem, wie viele Pilze hier sind. Die gönne ich mir.
Bin die rutschig? Na gut, außer Pilzen war jetzt hier nichts, ne? Dann mal in den Untergrund. Da können wir auch mal ein bisschen was erkunden. Ich frage mich immer noch, wie man da hinkommt. Da muss es ja irgendeine Methode geben. Weil das ist ja auch direkt unter dem Dorf der Orni. Aber ich habe bei dem Dorf der Orni jetzt nicht einen Brunnen oder irgendwas in der Art gesehen. Ich könnte mir die Höhenmarkierungen nochmal anzeigen lassen. Ich weiß ja, wo der Typ ist. Und dann kann ich ja zum Dorf der Orni hin. Obwohl, das ist arg weit weg. Aber ich hatte doch, glaube ich, auch einen dort in der Nähe. Oh, hier ist ein Stöpsel, den ich rausziehen muss. Das kriege ich doch bestimmt mit ein bisschen Schwerkraft hin. Die Steine wiegen halt so viel. Um Gottes Willen, nicht in mein Gesicht. Naja, zumindest war hier oben was. Im Ernst, hatte ich nicht hier irgendwo die Möglichkeit, diesen Hirsch zu triggern? Dass mir alles angezeigt wird? Ah, hier hatte ich den. Das ist ja sogar beim Dorf der Orni. Dann, wenn ich den aktiviere, in die Richtung starren und gucken, ob sich irgendwo eine Höhle zeigt. Am besten bei Nacht. Ich sehe da oben auf jeden Fall schon mal einen Stein. Und wieder ein Krog. Mach's mir leichter. Ist über mir irgendwas? Nicht, dass sich lohnen würde. So, einmal irgendwas da reinwerfen. Ich glaube, es ist relativ egal, was man reinschmeißt. Relativ. Stell dich jetzt nicht so an. So, tauch auf. Ich will wissen, ob hier in der Nähe, also beim Orni, irgendwo eine Höhle ist, die nach unten führen könnte. Nee, ich sehe nirgendwo was aufleuchten. Also in der Nähe des Dorfes. War ein Versuch wert. Kann ja mal versuchen, eins von den Untergrunddingern zu holen. Gehe ich mal in die Richtung. Ich glaube, ich will eigentlich eher den Weg hier oben lang. Ja, danke für deine Dienste. Hi. Mich angreifen wollen.
Sag ich doch. Ich wusste, dass du vom Jägerclan bist, bevor du die Maskerade abgelegt hast. Danke. Die haben da wieder irgendwelche konstruiert, die Gas. Ich habe eine ganz doofe Idee. Na gut. Ein bisschen Zeit meines Lebens verschwendet. Ah, dass hier absolut nichts ist. Ich würde gerne zumindest eine Knospe hier unten mitnehmen. Bevor ich Feierabend mache. Oh, genau auf den Stachel. Hat bestimmt nicht wehgetan. Wie weit ist das da weg? Kann ich nicht gucken, weil ich habe irgendwas von direkt vor mir getroffen. Ist doch irre weit weg. Den Weg kann ich mir schenken. Wenn, würde ich irgendwas gerne finden, was in der Nähe ist. Unten brennt sehr viel. Da ist so eine Feindesbasis mal wieder. Das ist eine Mine. Eigentlich müsste jeden halben Meter so eine komische Knospe sein, beziehungsweise eine Wurzel. Fliegt mal dahin. Da sehe ich auch eine. Junge, sieht man die schlecht. Also mit dem Mega-Teil habe ich jetzt auf jeden Fall sehr viel Zeit verschwendet. Ich nehme die Knospe da noch mit. Und dann ist für heute, glaube ich, auch schon Schluss. Die AK-Artikwurzel. Unter der Gerudo-Ebene. Ja, deutlich heller hier. Hatte ich hier nicht irgendwas Turmartiges gesehen? Auf jeden Fall führten die Statuen sogar hier hin. Guck mal da oben. Da will es mich, glaube ich, hinhaben. Ich kann einen Flammenwerfer einfach nehmen, ne? Geht doch ziemlich leichter. Das vielleicht drehen sollen. Gucken wir mal, wo die Statuen noch hinführen. Guck mal, ich komme genau bei dieser Ruine hier raus.
Südliches Ölschloss Untergrund. Kann mich hier nicht importen. Weiß ich, was ich tue. So, da will ich rüberfliegen. Ich glaube, es ist nicht ganz ausbalanciert. Aber es reicht aus, um hier rüber zu kommen. Ich muss nur warten, bis die Batterie wieder voll ist. Oh, der arme Junge. So. Jetzt sieht man hier auch noch mal deutlich mehr. Dann will ich jetzt nur noch zu der Wurzel dort, ne? Bong. So, drei Wurzeln habe ich erleuchtet. Jetzt haben wir hier einen sehr gut erleuchteten Bereich. Ach, die war auf dem Ding, oder wie? Da konnte ich auch vom Blickwinkel einfach nur schlecht sehen. Ne, die war, glaube ich, tatsächlich da drauf. Aber na gut. Man sieht es ja hier. Ich habe jetzt deutlich mehr hier in dem Bereich jetzt erleuchtet. Es ist nicht mal ansatzweise die halbe Karte. Ich müsste wirklich mal einen kompletten Untergrundstream machen, wo ich wirklich nur den Untergrund mache. Na gut. Ihr seht, was ich ja jetzt gerade mache. Ihr seht auch den Streamtag dadurch. Also hier nochmal, damit ihr es wisst. 2.2. Das ist für YouTube dann so der Vergleich, wann ich es hochlade und wann ich es gestreamt habe. Ja. Für heute war es das dann jetzt. Beim nächsten Mal gucken wir ein bisschen mehr den Untergrund. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich nur Untergrund. Dass ich wirklich mal einen Untergrundstream mache, dass ich hier mal wirklich stark erkunde, weil ich glaube, man kann richtig geile Sachen hier unten eigentlich finden. Vor allen Dingen lohnt es sich, auch diese Knospen ja alle mitzunehmen, damit man hier unten alles sehen kann. Dann braucht man auch die Leuchtsamen nicht mehr. Auf jeden Fall, für die YouTube-Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Bei Twitch natürlich ein Follow, genauso umgekehrt für die Twitch-Zuschauer. Und wie immer verabschiede ich mich von den Twitch-Zuschauern als erstes. Euch noch einen schönen Tag. Von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich als erstes. Nochmal, schönen Tag.